Hi, herzlich willkommen zum LS17, dem Landwirtschaftssimulator. Mein Name ist Andi und ich freue mich wie immer mega, dass du eingeschaltet hast. So, heute wieder auf der Volksvalley. Und ich habe gerade den Raps verkauft. Ein Anhänger hat gereicht. Was heißt verkauft? Ich habe ihn halt hier ins Getreidelager gefahren. Muss es noch verkaufen. Denn ich brauche hier die Badewanne für die Sojabohnen von Feld 19 und 16. Genau. 15 ist die Rübenernte noch voll im Gang. Und da habe ich auch noch einen Anhänger voll. Einen Anhänger voll Rummeln. Die müssen auch noch weggebracht werden. Was habe ich noch gemacht? Ach so, ich habe sämtliche Geräte, fast alle Geräte, oben aus meinem letzten Forstgebiet rausgeholt. Über Feld 12 und hab die über den Hof gefahren, beziehungsweise ja, viele Sachen einfach wieder auf den Hof gestellt. Aber das nächste, ich wollte gerade Opfergebiet sagen, das nächste Forstgebiet ist halt über dem Hof und da stehen schon mal auf jeden Fall der Ernter, der Vollernter und der Radlader. Und den Langholztransporter, Rungenwagen, Holztransporter, Holzanhänger. Ihr wisst, was ich meine. Den möchte ich halt noch dahin fahren. Der soll auch noch dahin kommen. Na ja, genau. Rüben. Erst fahre ich aber ihn hier weg. Fast alles. Ja, bis auf die Rampe halt. Die kann ich aber auch noch verkaufen. Aber dann kann ich nämlich hier die. Warte, ich hatte doch für dich einen Kurs, oder? Komm her. Dann machen wir die Profis. 15 Sägemühle. Zeig mal her. Ja, perfekt. Hier der war 15 Sägemühle, 15. Da kann ich erstmal so. So. Wow, kann man. Ja, perfekt. Guck mal hier, kannst du da direkt abfahren. Abfahrer einstellen. Gucken, ob du einen Weg findest hier. Ja, sollte normalerweise. Und dann kann er nämlich abfahren. Wer hat denn da drin gepflügt? Gesät. Sieht ganz komisch aus. Ja, wie gesagt, die zwei stehen schon hier. Den Anhänger habe ich auch schon da oben hingezogen. Der macht auch schon Licht. Und ihn fahre ich auch direkt mit weg. Da war der Weg, der war hier hinten her besser, ne? Ja. Dann, ich bin echt gespannt, ob die Rüben reichen, ne? Also, ob sich das aufgeht finanziell. Ertrag ist ja mehr als genug da. Dann bringen die halt nicht viel. Ne? Das ist halt leider Gottes immer so. Wenn ich den Rapspreis bei den Rüben hätte, irgendwie so 700 pro Tonne, das wäre schon geil. Dann gäbe es nur noch Rüben. Gäbe es ordentlich auf die Rübe. Okay, Wortwürze sind nicht meins, haben wir festgestellt. Dann fahren wir einfach weiter. Einfach weiterfahren. Welcome to the lovely town Maplefield. So, hier kippen wir auch alles wieder ins Silo rein. Da ist auch schon der Raps drin, habt ihr ja gesehen. Und das wird nachher alles hoffentlich in einen Zug gehen. Und dann können wir nämlich alles auf einmal verkaufen. Dann gibt es eine riesen, ne, nicht eine riesen Ernte, eine riesen Verkaufstechen. Tonnenweise werden die Früchte und Wurzelknollen, Geräte, Tiere verkauft. Oh, Helfer D ist schon fast fertig da hinten, ne? Ich wollte gerade sagen, wo kommt denn das jetzt her? Aber verkauftes Holz, das ist okay, das war so geplant. Dachte schon, ich hätte hier jetzt irgendwas verkauft, ey. Puh, so einen kleinen Schrecken bekommen, ne? Gott sei Dank war dem nicht so.
So, und für den Mais, Feld 30 steht ja noch in voller Pracht. Da habe ich für mich eine Entscheidung getroffen. Das Ding... Nee, ich will es noch nicht. Also die Entscheidung steht. Und da wird auf jeden Fall der Mais wird klein gemacht. Also es kommt auf jeden Fall ein Häcksler ins Haus. Denn ich habe einen gefunden, der ist richtig, der gefällt mir richtig gut. Und ich kaufe den aber jetzt noch nicht. Für Leute, die sich auskennen, es wird ein Klaas, es wird ein Jaguar. Ach, ich zeig den gleich. Ey, komm. Was soll's, ey. Weil der sieht man so richtig geil aus. Und der passt auch preislich, denke ich, noch am ehesten in mein knappes Budget. Dann ist natürlich, da müssen wir natürlich oft und viel Mais machen oder oft und viel Silage machen. Denn die Kiste, die muss ich dann, egal wie, die muss ich rechnen. So, Zuckerrüben gerade so 50%. Du bist ja, auf einem guten Weg, ne? Auf einem sehr guten Weg. Pass mal auf. Abfahrer entlassen. So, kann weg, kann auch weg. Dann fahre ich nämlich mit ihm direkt weiter nach, nach hinten, muss ich gerade sagen. Hintern Hof. Und pack den da oben. Damit ich den irgendwie voll machen kann. Also irgendwann irgendwie. Das war mein Bohnendrescher. Den müsste ich dann auch mal umsetzen. Aber erst fahre ich hier den auf Seite. Ja, wobei, wenn dann die Bohnen durch sind, ne, dann hätte ich hier wieder einen Anhänger frei. Und den Drescher, den brauche ich. Ja gut, den brauche ich dann eh nicht. Den kann ich zurückfahren. Schneidwerkswagen muss ich denken. Da müsst ihr auf jeden Fall nach der Folge hier ganz fest an mich glauben oder eben rufen. Andi, nimm den Wagen mit. Sonst bleibt er eh wieder stehen. So, hierhin, du bist auch quasi fertig. Du warst wirklich fertig? Ja. Erst 6, 7, komm mal her. Wo ist denn mein, da ist mein Badewannenauto. Ich habe manchmal Gedanken im Kopf. Pure Wahnsinn. So, du kannst dann mal dein Rohr ausfahren. Das klingt immer so falsch, aber es ist eigentlich egal. So, nehmen wir mal aus. Da steigen wir wieder ein. Helfer K. hat die Arbeit beendet. Es steht noch das halbe Feld, da sagst du, das wäre beendet, ey. Junge, 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 Junge. Aber hier wollen wir mal 5 gerade sein lassen. Und weiter hier rangehen. Ich wollte gerade sagen, kann aber nicht sein, dass hier nur noch ein Viertel oder so drin bleibt. Aber ich war im falschen Auto. So, dann machen wir hier weiter. Fast alles durch, geilo. Hier waren wir schon mal, da waren wir auch schon mal. Der ist leer. Ja, was bleibt zu tun? Und zwar, nee, kein gutes Angebot. Feldhäcksler, da, Klaas Jaguar. 408 PS. Kosten denn, uha. Kostet direkt richtig Asche. Nee, 408 ist, glaube ich, ganz gut. Puh, kaufen. Komm, eh mal lange überlegen, kaufen.
So, dann machen wir hier weiter. Direkt die passenden Schneidwerke. Hier Pickup für Gras. Gibt es eigentlich auch ein Mähwerk davon? Nee, ne? Gibt kein Glas-Mähwerk. Glas Orbis. Kaufen. Zurück. Und die Pickup für Gras. Ja. Kaufen. Kommt für 13.000, nehmen wir die direkt mit. Dann haben wir die Kiste hier stehen. 260.000 neue Fahrzeuge. So, ich bin gespannt, ey. Sieht aus wie ein Drescher, ne? Ich finde dieses kleine Detail im Radio geil, ne? Ich weiß nicht, ob man es auf der Aufnahme sehen kann, aber finde ich geil, ne? Egal, wer es gemoddet hat, ist geil. Gefällt mir immer sowas. So, dann schauen wir mal außen rum. Ein Geilo. Hinten Jaguar, ey. Mega. Direkt mal Allrad rein. Scheint ja sonst nicht so ganz gut zu funktionieren, oder? Dann habe ich schon die Reifen durchflitzen da, ja. Nein, direkt Allrad rein und dann geht das. Aber die Kiste können wir auch hochheben. So. Der ist kompakt, ne? Der ist gar nicht so bullig, so dick, groß. Der schaut echt gut aus. Oh, geil, ey, freue ich mich drauf, ne? Nicht nur auf Mais häckseln, sondern auch dann. Ich habe das Ding für. Für Grassilage. Also Pickup habe ich gekauft. Müssen wir machen, klar. Führt kein Weg dran vorbei. Muss gemacht werden. Dann müssen wir uns nur ein Feld auserkoren, auserkehren. Müssen wir einsehen können, weil für hier 31, das lohnt ja kaum. Will ich mal was sehen. Wenn ich den Allrad rausmache. Ja. Also Maschine fährt wohl, dreht aber leicht durch. Ah, komm direkt Allrad rein. Kostet zwar ein bisschen mehr Sprit, aber das ist nicht schlimm. Boah, geil, ey. So, hier können wir noch nichts machen. Wir brauchen nämlich dazu, egal wie, egal wo, eins von den. Von den Geräten hier. Von den Traktoren und den Anhängern. Irgendwie brauchen wir am besten beide Abfahrer, sonst ist echt blöd, wenn ich so einen weiten Weg habe bis zur Biogasanlage von Feld 30. Da ist ja schon einiges zu fahren, ne? Aber wird es auf jeden Fall einen neuen Kurs geben. Und ich werde beide Traktoren brauchen zum Abfahren. Weil das ist sonst zu viel Downtime. Sagt man ja heute. So, dann hätte ich auf jeden Fall das Feld gekauft. Ach, das Feld, den Feldhäcksler gekauft. Und. Ja, was soll ich sagen? Wir haben noch 728.000. Für andere Felder. Und die werden wir auch nutzen, also auf jeden Fall. 25, 21 sind angedacht. 25 bin ich schon Feldmissionen am machen. 21 müsste ich noch. Aber mir fehlt auch aktuell wieder ein bisschen die Zeit, um zu zocken. Leider. Leider, leider, leider. Ja, wenn gar nichts geht, werden die halt teuer gekauft. Aber irgendwie müssen die ins Haus. Irgendwie werden die gekauft. Ich könnte die jetzt schon kaufen, ja klar. Wahrscheinlich auch beide. Nur gerade bei 25 war es. Da hatte ich geguckt und das mal aufgeschrieben. Es waren pro Mission 7.300. Und ich kann da bestimmt noch 70.000 sparen. Wenn ich die Aufträge mache. Plus natürlich dann die Kohle, die ich durch die Aufträge mache. Das ist ja auch teilweise viel Geld. Da kriegt man ja, weiß ich nicht, 20.000 oder so pro Mission. Und das ist ja nicht zu verachten. Absolut nicht.
Ja, 21 allein deshalb, weil ich dann mit 22 verbinden möchte. Wird. Langsam wird's. Langsam wird's wirklich. Und dann kommt auch nochmal dick Kohle rein, wenn ich tatsächlich überm... Na, sag schnell, überm Hof alles wegmache. Die Bäume abholze. Gerade noch so gesehen, ne? Im Augenwinkel. Es hätte ja eine mittelschwere Katastrophe gegeben. Wie gesagt, bislang immer Glück gehabt, ne? Noch nie vom Zug erwischt worden. Wenn es auch nur wie jetzt war, dass ich Glück gehabt habe. Aber toi toi toi, noch nie erwischt worden. Und go. Jetzt fehlt mir doch ein bisschen die Übersicht, ne? Ich fahre ja echt schon, also viel zu wenig eigentlich in der, viel zu wenig in der Innenansicht. Aber gerade bei so schwierigen Dingen, keine Ahnung, über eine Kuppe auf eine Straße fahren, da fehlt mir die gewohnte Übersicht, die ich sonst in dem Spiel habe. Klar, jetzt kann man sagen, ja, sonst, wenn du hier richtig im Trecker sitzt, fährst du über eine Kuppe, hast du das auch nicht. Ja, stimmt, aber ich meine, wenn ich sie haben kann, ne? Ansonsten ist die Innenansicht, ja, Königsdisziplin, hatte ich, glaube ich, schon mal gesagt, ne? In jedem Simulatorspiel die quasi Ego-Perspektive Innenansicht Königsdisziplin. Wobei ich hier bei dem Spiel auch ja, schwierig finde, Distanzen abzuschätzen. Gerade mit dem Holzvollernter, mit dem Harvester, mit dem Ponzo Scorpionkin. Finde ich schwierig, da richtig einzuschätzen, wo der Arm gerade steht und wie weit ich noch vom Baum weg bin. Und dann denkst du immer, ja, bist direkt dran und könntest sägen. Und dann, keine Ahnung, wechselst du in die Außenansicht und siehst, ja, so ein, zwei Meter fahre ich noch vor. Und dann könnte das. So, aber, oh, geilo, ey. Wie geil das Ding einfach nur aussieht, ne? Du hast auch noch ein bisschen vor dir. Dann. Ja, das mache ich gleich später. Wenn ich jetzt noch einen Traktor hätte. Darf man keinem erzählen. Ich hatte einen gesehen. Auch hier in dem Mod-Verzeichnis vom LS17. Den runtergeladen, weil ich den Traktor an sich auch geil finde. Das ist auch ein Klaas. Xerion. So, nur in, keine Ahnung, in der höchsten Motorausführung 503 PS, ja, 400.000! Oh, so geil die Karre ist, ey. So wenig Bock habe ich, so viel Geld dafür auszugeben. Wäre schon mega geil, das Ding zu haben. Ja, ich habe da, glaube ich, ein bisschen mehr Spaß dran, als man dran haben sollte. Aber tatsächlich so viel Kohle halt. Boah, weiß ich nicht, ey. Das wäre halt doch ein bisschen ein vollen Korntan. Ich hab gar nicht drauf geachtet. So viel Kohle dafür ausgeben, ist schon ein bisschen... Ja, das ist immer... Boah. Kennt ihr das? Und dann wäre es halt eben auch, ich sag mal, nur ein anderer großer Trecker. Nur im Sinne von, ich habe drei Stück und öfter ein oder zwei rumstehen, wo ich nicht weiß, wohin damit. Falsche Richtung, ne, wie immer. Und das tut mir dann immer so leid, wenn ich dann ja, so viel Kohle dafür rausgehauen habe, wo ich mir denke, yo, hätte auch ein, keine Ahnung,
größeres Feld werden können oder ein anderer Drescher oder irgendwie sowas. Na gut. Wenn es dir gefallen hat und du sehen möchtest, wie der neue Feldhäcksler in Gang kommt, in Betrieb genommen wird, dann lassen wir auf jeden Fall einen Daumen und ein Abo da. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder und du verpasst nichts mehr. Ich wünsche dir einen schönen Tag. Bleib gesund. Mach's gut. Ciao.